Heiße Kurven, quietschende Reifen und ein Hauch von Nitro liegt in der Luft. Ach ja, willkommen zurück in Rockport. Moment, Rockport? Jawohl, Rockport. Denn wir sind euer Gewissen und kramen mal wieder ein gutes altes Game raus. Aber nicht irgendeins, sondern das unserer Meinung nach beste Need for Speed der vergangenen 10 Jahre. Hä? Most Wanted? Werden nun die Jungen unter euch fragen. Da wart ihr doch erst vor kurzem auf einem Event? Nein, nein, liebe Kinder, gemeint ist natürlich der Vorgänger, das echte Most Wanted aus dem Jahre 2005. Dieser hat im Gegensatz zu seinem Namensvetter sogar eine nette kleine Story parat, die auch recht schnell erzählt ist. Ihr kommt mit eurem bayerischen Motorenwerk nach Rockport, um dort in der illegalen Rennszene mächtig Gas zu geben. Naja, zumindest bis euer Motor versagt und ihr euren schönen Schlitten an die Nummer 15 der Blacklist verliert. Diese Hanswurst namens Racer wird dadurch kurzerhand zur Nummer 1 mit eurem Wagen, dem meistgesuchtesten Kerl in Rockport. Scheiße, die Cops, die Cops! Ihr fahrt euch also mal wieder von ganz unten nach ganz oben und das zu einem vollwertigen fetten Soundtrack, hochwertigen Luxuskarren mit ordentlich PS unter der Haube und dem Wichtigsten, ihr könnt tunen. Egal ob fette Spoiler, Kotflügelverbreiterungen, Perlglanzlack, Nitro-Einspritzung oder zigtausend Felgen. Most Wanted bietet zwar nicht die Tuning-Freiheiten von Underground 2, reduziert sie jedoch auf das Wesentliche und das so gut, dass man nichts vermisst. Eure Serienkarre ist im Handumdrehen ein fetter Gangsterschlitten. Na du, Eule. Selber, Eule. Der erste schon mal einen neuen Spoiler ausgecheckt, Mann. Was für ein geiles Teil, Alter. Alter, wow. Damit werde ich Most Wanted Nummer 1. Aber sowas von Nummer 1, Junge. Geil. Rockport bietet außerdem jedem Geschwindigkeitsjunkie ordentlich was zum Brettern. Rowdies haben hier aber auch ihren Spaß, egal ob Büsche, Straßenlaternen oder Tankstellen, alles ist zerstörbar. Mit letzteren könnt ihr sogar die Cops abhängen und die sind im Gegensatz zum Nachfolger aus 2012 richtig harte Brocken. So eine Verfolgungsjagd auf Stufe 1 kann gut und gerne mal 10 Minuten dauern, macht aber durch die Herausforderung ordentlich Spaß. Für die Xbox 360 ist das gute Stück sogar in HD erschienen. Ignoriert man manche Objekte wie Bäume oder Hintergrundtexturen, kann das Spiel locker mit aktuellen Rennspielen mithalten. Diesen pissgelben Sepia-Stich, der sich durchs ganze Game zieht, bekommt ihr übrigens mit der maximalen Helligkeitseinstellung weg. Ein Sorry an die PS3, Leute. Ihr müsst wohl mal wieder eure PS2 aus dem Schrank kramen. Standardmäßig ist der Titel aber für alle Plattformen inklusive dem PC und dem GameCube, ja, das gab's mal wirklich, für knapp 20€ erhältlich. Wir empfehlen das Spiel nicht zuletzt wegen dem verfügbaren Splitscreen-Mode. Welches Need for Speed ist euer Favorit? Klassisch wie Hot Pursuit oder doch pimpig wie Underground? Welches Game würdet ihr mal gerne im Press-to-Play-Format sehen und uns als auch der Community empfehlen? Schreibt's unter das Video!